Wir haben in Deutschland 50.000 Fußballplätze. Wenn wir nun alle Lampen, die jährlich recycelt werden, hier so an der Außenlinie aneinander reihen würden, dann bräuchten wir dafür sogar doppelt so viele Fußballplätze, knapp 100.000. Lampen zu recyceln ist ein wichtiger Beitrag zum Ressourcenschutz. Und wie das geht, das zeige ich jetzt mal. Funktioniert übrigens ganz einfach. Nee, nee, Papa, heute zeige ich euch mal, wie das geht, denn ich finde es so großartig, dass wir in unserer Familie nicht nur die Leidenschaft für den Sport teilen, sondern auch für den Umweltschutz. Und dabei geht es nicht immer darum, Großes zu tun, sondern vielleicht gerade um die kleinen Dinge im Alltag, um unsere kostbaren Ressourcen zu schonen. Sollte bei euch zu Hause jetzt also das Licht ausgehen, werft die alte LED-Lampe oder die Energiesparlampe in keinem Fall in den Haushaltsmüll, sondern bringt sie zur Sammelstelle. Dazu braucht ihr einfach unter www.sammelstellensuche.de die Postleitzahl oder den Ort eurer Wahl eingeben, zum Beispiel auf dem Handy. Ich habe das hier schon mal gemacht. Und dann findet ihr ganz einfach die Sammelstelle in eurer Nähe. Im Kleinen lässt sich also sehr viel erreichen. Zeigt Teamgeist und recycelt Licht, so wie wir Wontis es auch tun.